Hi, eine wunderschöne Vorweihnachtszeit wünsche ich euch. Es ist, denke ich mal, Zeit, dass ich mich ein bisschen persönlicher an euch richte. Ich will hier dieses Video mal ein bisschen nutzen, um dieses ganze Jahr zu reflektieren. Was ist eigentlich mit mir, dem Kanal und den ganzen großen Themen, was ist da eigentlich passiert dieses Jahr? Und ja, ich habe zwei Kanäle. Ich weiß nicht, ob ihr beide abonniert habt. Der eine ist sehr technisch, der hier ist eher allgemeiner. Und auf dem anderen Kanal habe ich auch schon so ein Video gemacht. Die sollten ähnlich gleich rauskommen. Mal gucken, wie wir es fertig kriegen. Aber ja, ich reflektiere natürlich unterschiedlich. Das heißt, auf dem Tutorials-Kanal, dem anderen Kanal und diesem hier, das werden unterschiedliche Inhalte sein. Natürlich gibt es ein paar Überschneidungen, aber eben auch große Unterschiede. Und ich möchte kurz anfangen mit der Academy, die wir ja 2022 schon veröffentlicht haben. Und im September dann endlich euch zurückgeben konnten. Das war ehrlich gesagt nur so halb freiwillig, aber dass wir es euch irgendwann zurückgeben wollen, war zumindest in meinem Kopf von Anfang an geplant. Die Academy sollte ein Ort werden, an dem einfach Bildung für jeden möglich ist. Unabhängig von Geldbeutel oder Vorwissen oder Abschluss. Und ja, klar, das war davor irgendwie schon YouTube, aber halt nicht vollständig. Es fehlen Funktionen auf YouTube, die es hier einfach nicht geben soll und die eine Plattform wie YouTube wahrscheinlich auch nicht unbedingt braucht. Und eigentlich war der Plan, deutlich mehr zu machen. Bevor ich euch allerdings den Code gebe. Aber, ja, wie ihr wisst, ich bin ja dann irgendwie leider ins Burnout gerutscht. Immer mehr. Und im September wurde es dann mit meinen Panikattacken und den ganzen Depressionen so schlimm, dass ich eben einfach nicht mehr das Geld bzw. die Arbeit leisten konnte, die die Academy halt einfach braucht. Ja, ich bin ehrlich mit euch, zu dem Zeitpunkt stand nicht nur die Academy auf der Kippe, sondern eigentlich so ziemlich alles. Der Kanal, der andere Kanal, Shorts, Stream, Podcast, alles. Ich habe überlegt eigentlich, welche Formate können wir streichen und wie viel muss ich streichen, um klarzukommen eigentlich. Und was am Ende davon temporär ist und was wahrscheinlich dann für immer gestrichen wird. Und ja, sehr viele Monate war ich sehr kurz davor, einfach komplett aufzuhören und mir, keine Ahnung, einen entspannten Informatiker-Job zu suchen. Wir haben uns dann aber dazu entschieden, euch den Code zu geben von der Academy und euch für erledigte Tickets Morphcoin zu geben, die ihr für Premium-Inhalte ausgeben könnt. Und über diese Entscheidung bin ich extrem froh. Denn das war und es ist auch immer noch eine Win-Win-Situation. Ihr habt mich komplett überwältigt mit eurem Support. Ihr nutzt die Academy, das ist schon mal das Wichtigste überhaupt. Aber ihr habt mich emotional, tatkräftig und finanziell unterstützt. Das ist krass gewesen. Also wirklich beeindruckend. Und ja, das kann man einfach nicht nachmachen. Dafür möchte ich einfach so hart Danke sagen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Als wir dann also den Code veröffentlicht haben, wusste ich persönlich nicht wirklich, wo diese ganze Reise eigentlich hingeht. Für mich war die Academy immer so ein bisschen mein Baby, wo ich meine ganzen Tutorials hinparken kann, auch wenn sie bei YouTube nicht gewollt sind. Und wie es dann damit weitergeht, das wusste ich einfach nicht. Also es hätte auch sein können, dass ihr sagt, nee, machen wir nicht, wir nutzen es nicht, wir, ja, dann hätten wir es beerdigen müssen. Aber ihr habt mir gezeigt, dass es weitergehen kann und auch soll und dafür feiere ich euch natürlich. Ich habe es in dem anderen Video auch schon angekündigt. Wir haben mittlerweile auch das Backend, also den Code, der auf dem Server läuft, vollständig veröffentlicht und natürlich hat jedes Ticket auf GitHub einen Bounty, das die Morphcoin angibt, die ihr im Endeffekt bekommt, wenn ihr das Ticket löst. Tatsächlich ist aber mein Plan, dass wenn am Ende eines Abrechnungszeitraums, je nachdem wann die Steuer fertig ist bei mir, wenn da noch Geld übrig ist, dass ich euch einfach für Code, den ihr beitragt, auch direkt bezahlen kann, insofern ihr natürlich berechtigt seid, mir Rechnungen stellen zu können. Klar. Und die Infos, vielleicht kurz an der Stelle, werde ich alle auf GitHub teilen. Also rechnet bitte nicht allzu bald damit. Ich habe immer noch ein gewisses Loch durch diese sehr, sehr lange, sehr, sehr intensive Entwicklungszeit und muss mich natürlich auch um andere Anschaffungen noch ein bisschen kümmern. Aber wie ihr vielleicht auch schon gemerkt habt, es geht mir auch mit meinem ganzen Zustand hier wieder besser. Es geht bergauf. Bei mir privat kommt einfach die Kraft zurück. Ich komme wieder vor, teilweise sogar vor 8, heute war es 5, aus dem Bett, was irgendwie nicht gewollt war, keine Sorge, ich mache das nicht häufig.
Und ich mache sogar wieder Sport. Die Ernährung ist besser geworden und ja, mittlerweile kommt auch wieder ein bisschen Kreativität zurück. Und die habe ich wirklich lange vermisst. Die braucht es einfach für einen YouTube-Kanal. Dinge aus allen möglichen Winkeln zu betrachten, wie ich das hier zumindest versuche. Wie ich das hier auf YouTube einfach versuche, das ist oft überhaupt nicht einfach und wirklich, wirklich anstrengend für den Kopf. Und natürlich will ich auch neue Formate testen und coole Sachen machen, ja, die ihr dann am Ende auch wirklich mögt. Und da kommen wir eigentlich schon zu dem, was ich mit euch und diesem Kanal hier vorhabe, so im nächsten Jahr. Mal gucken, okay? Das ist nur so ganz grober Plan. Ich habe nämlich eigentlich auch auf YouTube dieses Jahr so ziemlich einiges erleben dürfen. Das wohl sichtbarste ist dieses wunderschöne Abzeichen, das ich euch zu verdanken habe. Danke, dass ihr so krass hinter mir steht, dass nun schon zwei Kanäle 100.000 Abos bzw. mehr haben. Ich habe den anderen Kanal, der jetzt bei fast 250.000 ist, vor über 11 Jahren angefangen und tatsächlich eine sehr, sehr lange Zeit gebraucht, bis die 100.000 Abos zusammengekommen sind. Und dass wir das hier so schnell erreicht haben, das ist einfach nur insane. Das ist kompletter Wahnsinn. Und dass hier sogar gerade zu diesem Zeitpunkt, als ich das hier schreibe bzw. aufnehme, in den Trends ein Video von mir auf Platz 6 ist. Das ist was, was ich niemals für möglich gehalten hätte. Ihr zeigt YouTube Deutschland, wie Edutainment abgehen kann. Und dafür danke ich euch. Und ja, ich feiere euch ohne Ende dafür. Aber klar, sowas kommt natürlich nicht ganz ohne, dass man gelegentlich auch mal um seine Meinung gebeten wird. Und die eckt vielleicht auch ein bisschen an. Und ich war ursprünglich immer sehr weit davon entfernt, mich YouTuber zu nennen, Meinungs-YouTuber, noch viel weiter. Und ja, ich habe mich gelegentlich auch mit meiner Meinung geäußert hier. Ich habe sie versucht immer zu begründen, so gut ich das konnte, aber natürlich ist eine Meinung immer nur eine Meinung. Aber für mich war deswegen natürlich auch der Hass, der mir teilweise entgegengeschwappt ist, sehr schwer zu ertragen, zumindest am Anfang, als es so krass abging. Das Gehirn ist natürlich einfach nicht dafür gemacht, so viel Feedback zu lesen und ich bin jemand, der die Kommentare stalkt. Und obwohl immer überwältigend positives Feedback kam, sind natürlich auch gelegentlich leider Beleidigungen oder anderes dabei. Das Gehirn verfällt dann, bei mir zumindest, in eine Art Alarmmodus und versucht es allen recht zu machen, aber natürlich geht das nicht. Ich bin am Ende auch nur ein Mensch und vor allem bei Meinungen gibt es halt kein richtig oder falsch. Deswegen sind es Meinungen. Ich bin, um ehrlich zu sein, sehr, sehr froh, dass ich sehr langsam in dieses YouTube-Game reingewachsen bin. Mein anderer YouTube-Kanal, na, da hinten, der war nicht so explosiv und ich hatte wirklich Zeit, mich an alles zu gewöhnen. Ich konnte mich langsam an auch negative Kommentare gewöhnen. Ich habe meine ersten Morddrohungen mittlerweile vor über 6 Jahren bekommen. Hey! Aber das war natürlich auch nur 2 auf einmal und dann war erstmal eine ganze Weile Ruhe. Und man muss auch einfach grundsätzlich sagen, dass ihr vermutlich die angenehmste Gruppe an Menschen seid, die man als Zuschauer haben kann. Ihr seid gebildet, aufgeklärt und respektvoll. Natürlich sind da über die Zeit auch gelegentlich mal unangenehmere Zeitgenossen vorbeigekommen, aber es hält sich eigentlich in Grenzen und das will ich zurückgeben. Ja, ich habe in der Vergangenheit viel gemeckert, ja, dass vieles im digitalen Raum nicht ganz so richtig läuft. Und natürlich ist das auch genauso, aber mir war immer wichtig und es wird mir auch immer bewusster, wie wichtig es mir das ist. Es wird mir immer wichtiger, dass ich nicht nur meckere, sondern auch aufzeige, wie man es besser machen kann. Lösung aufzeigen. Als Beispiel, ich meckere regelmäßig über das Bildungssystem in Deutschland. Also versuche ich eine Lösung mit der Academy aufzubauen, weil ich finde, dass Bildung und gleiche Grundchancen für alle die absolute Stütze für einfach alles sind. Und klar, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber genau das möchte ich nächstes Jahr noch ein bisschen mehr machen. Stört mich was, dann will ich dann auch eine Alternative anbieten können. Mir ist klar, dass das hier nicht für alles geht, nicht mal annähernd, weil, ne, die Academy alleine hat schon unfassbar viele Ressourcen gefressen, aber zumindest
in die Richtung gehen oder aufzeigen kann ich das Ganze. Und hey, es war noch nie so einfach wie jetzt. Es ist alles sehr viel einfacher geworden. Und ja, natürlich, dabei spreche ich dann am Ende von KI. Ja? Denn auch die hat natürlich mein Jahr 2023 geprägt wie eigentlich kaum was anderes. KI macht Softwareentwicklung wirklich so einfach wie nie, aber auch viele andere Aufgaben. Man merkt natürlich mittlerweile, die Lust auf KI und Neues in dem Bereich fällt ab. Aber ich fürchte, ich werde euch auch noch nächstes Jahr ein bisschen damit belästigen. Dafür sind einfach die Möglichkeiten, die wir bekommen, viel zu krass und ich will, dass die auch ausgereizt werden können. Allerdings beginnt jetzt natürlich auch eine Zeit, wo ich sehr vieles einfach selbst nicht mehr weiß und es ausprobieren muss und dann darüber berichte. Und deswegen hatte ich eben überlegt, einfach meine Selbstexperimente zumindest gelegentlich zurückzubringen. Nicht nur in Bezug auf KI natürlich. Ich habe hier schon, sagen wir mal, einige Beispiele in meinem Kopf, was ich machen möchte. Aber ja, die sind natürlich auch einfach immer ein sehr, sehr großer Aufwand. Und neben meinen beiden Kanälen widme ich mich natürlich auch nebenbei einfach so meiner Dozententätigkeit und Speaker-Auftritten. Deswegen habt vielleicht Verständnis, wenn das nicht wirklich regelmäßig oder häufig sein wird. Aber die Idee ist zumindest da. Und das ist ein Format, das ich einfach aufgrund von Zeitmangel und vor allem aber wegen Druck und einfach meinem Mangel an Energie dieses Jahr kaum machen konnte. Das ist schade, denn eigentlich ist es so wahnsinnig interessant. Klar, Recherchen machen auch Spaß und man lernt unfassbar viel über das alles. Und Vergleiche mache ich wahnsinnig gerne, sind für mich sehr, sehr wertvoll, weil ich meistens das, was ich da erarbeite, am Ende auch selbst entweder umsetze oder schon umgesetzt habe. Aber richtige Experimente habe ich eben in jüngster Vergangenheit eigentlich nicht machen können, weil ich für ein Video die Woche auf jedem Kanal am Ende nicht mehr die Möglichkeit hatte, dass ein Video vielleicht nicht klappt und ich das dann nicht veröffentlichen kann. Das passiert bei Selbstexperimenten leider gelegentlich. Wenn ich da zum Beispiel an meinen Staatstrojaner-Selbsttest denke, wie lange ich da probiert habe, bis es lief und das technisch gesehen eigentlich sogar abbrechen musste, schwierig. Aber ihr könnt mir ja grundsätzlich mal eure Meinung zu diesem Format einfach und eigentlich auch zu allem anderen in die Kommentare schreiben. Ich bin am Ende sehr gespannt, was ihr eben zu diesen ganzen Themen sagt und was ihr mitgeben wollt, was ihr vielleicht auch sehen wollt. Am Ende mache ich ja Content für euch und ich rate auch eigentlich nur möglichst gut, was euch gefallen könnte. Deswegen bin ich auch mega dankbar übrigens, wenn mir irgendwer einfach Links schickt zu Themen, die interessant sind oder erzählt, was euch gerade so beschäftigt. Das hilft mir natürlich mega viel weiter. Und ja, ich weiß, ich antworte manchmal langsam, manchmal gar nicht, aber das liegt dann eigentlich eher daran, dass ich vergesse zu antworten. Wenn ihr zum Beispiel nicht im Spam landet oder euch Algorithmen irgendwie verschlucken, dann lese ich eure Nachricht. Eure Schwarmintelligenz ist im Grunde das, was diesen Kanal hier ausmacht. Ein sehr, sehr großer Teil des Contents, der hier erscheint, wird von euch vorgeschlagen und ist eure Idee gewesen. Das kann man nicht anders sagen. Alles in allem will ich euch aber vor allem mit diesem Video hier Danke sagen. Danke, dass ihr dabei seid, dass ihr hier so zuseht. Und naja, das sollen eben, wie bei euch übrigens auch, sollen das nicht einfach nur Worte sein. Ich will Wissen weitergeben, das wisst ihr. Und das möglichst an alle. Also haben wir uns überlegt, wir erstellen eine Challenge in der Academy, die, wenn ihr sie löst, euch als Bonus sozusagen einen Monat Premium einbringt, beziehungsweise eben die Coins, die ihr für einen Monat Premium braucht. Und während der Weihnachtszeit könnt ihr dann einfach alles euch reinlöten, was ihr an Content findet auf der Academy, alles mal austesten und vielleicht fällt euch ja sogar was ein, was ihr verbessern wollt oder was wir dann gemeinsam in Angriff nehmen können. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Ich wünsche euch frohe Weihnachten und eine ruhige Zeit zwischen den Jahren. Schaltet auch mal ein bisschen ab und gönnt euch die Ruhe. Bis nächstes Jahr. Ciao.